Hallo ihr Lieben, hier ist eure Jonanda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich vom Küchentisch aus. Ja, wenn ihr mich hier sitzen seht, dann könnt ihr sicher sein, ich hatte eine Idee. Ne? Heute ist Donnerstag, ich freue mich schon riesig auf unser abendliches Beisammensein in der virtuellen Dorfkneipe. Ihr wisst ja, das ist ja ein ganz anderer Ort, an dem ich mich befinde. Und Küchentischlegungen, das sind immer so Zwischendurch-Dings, ne? Zwischendurch-Dings-Legungen. Und ich hatte eine Idee und die möchte ich euch jetzt einfach mal durchgeben. Bevor ich mit der Kartenlegung anfange, die natürlich allgemein und fürs Kollektiv ist, in Klammern, du wirst selbst feststellen, ob du Teil dieser Gruppe bist und mit dieser Legung in Resonanz gehst oder eben nicht, Klammer zu. Bevor ich loslege, habe ich noch ganz kurz eine Information für alle die, die die Metatron-Handtücher bestellt haben. Wir haben die Information, dass die Handtücher bei uns erstmal im Shop am, also es war jetzt entweder der 14.7. oder der 17.7. eintrudeln. Also roundabout zwischen 14. und 17.7. erwarten wir Lieferung, die dann sofort rausgesendet wird. Also die Wartezeit hat ein Ende. Ne? Die Passionszeit ist fast vorbei und ihr dürft dann mit einer als baldigen Lieferung rechnen. So, und jetzt geht's aber zum Wesentlichen. Wir wollen Karten legen und zwar hatte ich so eine Eingabe gehabt. Und zwar möchte ich über die Raben schauen, in welcher Grundenergie sich dein Gegenüber gerade befindet. Und mit dem Crystal Visions Tarot möchte ich schauen, was ist dann dein Anteil daran? Was triggerst du ihm? Also was ist dein Anteil, der dein Gegenüber in diese Energie bringt? Und das Ganze gucken wir auch umgekehrt. In welcher Energie befindest du dich? Und was bringt er dir? Ja, was triggert er dir, dass du in dieser Energie bist? Es geht also hier genau um euer Zwischenmenschliches. Und ich persönlich bin immer der Meinung, man steckt ja so in einem Prozess oder vielmehr ihr steckt in einem Prozess. Ich mache das ja für euch. Ja. Also ihr steckt in irgendeinem Prozess. Nee, nicht irgendein Prozess. Es ist ja der Prozess. Ne? Der Monsterprozess. Okay, ihr steckt im Monsterprozess und man wurschtelt sich ja am besten durch, wenn man den Prozess versteht. Ne? Und wenn man begreifen kann, welche Energien fließen hier eigentlich. Und deswegen möchte ich nochmal betonen, dass all meine Kartenlegungen euch zur Stütze sein sollen. Es geht hier nicht um Legungen, wo man spekuliert und wo man rausfindet, ja, wann meldet er sich jetzt endlich wieder? Das ist natürlich immer interessant, aber man kann ja selbst die Energie positiv beeinflussen, indem man nämlich den Prozess, den Monsterprozess, versteht. Ja? Dann kann man die Energie begreifen und gegebenenfalls die Energie verändern. Ne? Weil wenn die Energie auf niederer Schwingung so dahin plätschert, ist das der Aufruf an dich, erhöhe deine Schwingung jetzt. Und deswegen denkt das Jonanda immer lösungsorientiert. Ich habe natürlich auch die Mondrunen mit am Start. Und wir fangen jetzt erstmal an, welche Energie dein Gegenüber gerade verkörpert. So, da fragen wir doch direkt mal die Raben. Ne? Ihr findet auch immer die Infos über meine verwendeten Kartendecks in der Infobox. Und in der Infobox, das gilt jetzt auch gerade für alle die, die neu über unsere gar zauberhafte Community stolpern, in der Infobox gibt es auch weitere wichtige Informationen. Ne? Da gibt es auch Informationen über den mystischen Vollmond, über den Shop. Es gibt ja einige Artikel, die ich ja durch unsere Community, also im Prinzip ja durch eure Impulse für uns kreiert habe. Ne? Das ist ja so meine Kreativität, die dann auch zum Ausdruck kommt. Das findet ihr alles in der Infobox. Ne? Also Shop oder mystischer Vollmond, wo man sich eben in einen Jonanda Christopher Workshop einklinken kann, der ganz einfach die Mondphasen reflektiert. Es lohnt sich immer, einen Blick reinzuwerfen. Ne? Vor allen Dingen, die es noch nicht wissen, die wissen es jetzt. So, jetzt geht's aber los. Also, welche Energie verkörpert gerade deinen Gegenüber? So, vor lauter Gesaio weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hat ich schon das Kartendeck abgereinigt? Dann mach ich's lieber nochmal. Also, welche Energie bezeichnet gerade deinen Gegenüber? Du denkst jetzt an deinen Gegenüber und ich mische die Karten und lasse die entsprechende Karte jetzt springen. Ne? Und dann sehen wir erstmal, was bezeichnet ihn? Was charakterisiert ihn? In welcher Energie befindet er sich gerade? Und du denkst jetzt ganz fest an dein Gegenüber. Ach, da schau her. Ja.
Ja, das ist wieder mal sehr bekannt. Also es wird euch jetzt sehr bekannt vorkommen. Ne? Wir haben also die 9 der Stäbe. Dein Gegenüber ist mit der Stab 9 gerade in der Energie, dass er sehr beobachtend ist. Also es kann auch bedeuten, er beobachtet dich, er beäugt dich und er hat ja durch den Weg, den er jetzt schon hinter sich hat, ich beziehe es jetzt einfach mal auf ihn und dich, einige Beulen in der Rüstung. Diese Beulen in der Rüstung müssen nicht zwangsläufig jetzt nur mit dir zu tun haben, sondern können auch Bezeichnisse seiner Vergangenheit sein. Ne? Also er ist sehr vorsichtig. Er hat diese verbeulte Rüstung und er weiß, dass er dazulernen sollte, weil jede Beule ist eine Lehre, ne? Sagen wir es mal so. So eine Beule in der Rüstung, das können auch Verfehlungen sein, ne? Das, was die Menschen als Fehler bezeichnen. Aber es heißt ja so schön, dein letzter Fehler ist dein erster Lehrer. Ne? Das heißt, er hat hier Erfahrungen gesammelt und wir sehen hier 9 Stäbe im Hintergrund. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, wir sehen 8 Stäbe im Hintergrund. Mit diesen 8 Stäben hat er sich schon auseinandergesetzt. Ne? Das sind Erfahrungen, die er gesammelt hat. Das sind die Kratzer im Lack, die proggelnde Fassade und was weiß ich nicht alles. Ne? Mit denen ist er schon in die Auseinandersetzung gegangen, vielleicht auch in die Reflexion, wie ich darauf komme. Wir haben ja hier 8 Stäbe, die geerdet sind. Das sind vielleicht die 8 Stäbe, die eben noch im Anflug waren. Ne? Und die 8 Stäbe, die ist der Zahl 29 zugeordnet. Die 29 ist der Spiegel. Und bei Spiegelthemen geht es immer darum, sich selbst zu erkennen oder auch eben zu erkennen, was man übergestülpt bekommt oder was man projiziert bekommt. Das kann jetzt auch was mit dir zu tun haben, muss es aber nicht. Es kann auch einfach was mit seiner Vergangenheit und mit seinen bisherigen Erfahrungen zu tun haben. Und diese 8 Stäbe hier sind geerdet und jeder einzelne ist schon angeschaut worden. Er hat schon diese Stäbe reflektiert. Er hat sich darin selbst erkannt. Er hat auch gelernt, was ihm vielleicht projiziert wurde und er arbeitet daran. Und mit dem 9. Stab ist er noch beschäftigt. Ne? Und die 8 Stäbe stehen aber auch für einen Background, den er hat. Ne? Also er hat hier auch einen starken Background. Das kann aber auch einfach sein Selbstbewusstsein sein. Das kann sein, er ist hier in der letzten Zeit auch sehr an sich selbst gewachsen. Und hier schaut ja die Sonne hinter den Wolken hervor. Nicht alles ist immer so, wie es scheint, denn hier ist vermeintlich ein Vogel im Anflug. Aber bei genauerer Betrachtung ist es ein Blatt. Ne? Aber auch das Blatt ist dem Element Luft zugeordnet und es sinkt hier herab. Man könnte aber auch meinen, da landet ein Vogel und genau diese Dinge sortiert er. Ne? Es geht hier vielleicht auch um das, was ich sehe und um das, was es tatsächlich ist. Natürlich bezeichnet die Karte auch, er beobachtet dich, ne? Weil es geht ja hier um euch beide. Und er ist hier in so einer Komfortzone. Ne? Er ist in einer Komfortzone. Ist hier auch noch sehr mit sich selbst beschäftigt, hat aber sehr wohl ein Adlerauge auf dich, ne? Weil dafür ganz einfach die Karte an sich auch steht. Ja, und da ist er jetzt gerade so aus dieser Komfortzone heraus, reflektiert er halt und will natürlich auch keinesfalls vielleicht zurück in alte Muster fallen oder den gleichen Fehler nochmal machen. Ne? Also hier ist wirklich ein Lernprozess zu sehen. Hier wurde schon vieles erarbeitet. Hier wird aber auch noch an sich selbst gearbeitet. Und es hat also immer so ein bisschen was, also die Stab 9 hat auch immer was mit Vorsicht zu tun. Ne? Da steckt vielleicht auch so eine Befürchtung dahinter, man könnte wieder eins übergezogen kriegen. Ne? Und dann hat man eine weitere Beule in der Rüstung. Aber er darf vielleicht noch lernen, dass es genau diese Beulen in der Rüstung sind, die ihn halt auch zu dem machen oder zu dieser Persönlichkeit, die er wirklich ist. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, so ein Krieger mit so einer strahlend glänzenden Rüstung, ja, und der sitzt am Küchentisch und trinkt geflissentlich ein Käffchen, ne? Vielleicht auch einen Tee oder er gönnt sich die Süße des Lebens mit einem Wein, ne? Und er denkt sich, ach, die da draußen, also im Kampf können andere ziehen. Ich poliere mir mal hier lieber die Rüstung, ja. Ein solcher Krieger, ein solcher Ritter mit solch strahlender Rüstung,
Das ist ein Blender. Ne? Da sind wir wieder bei den 8 Stäben, die ja auch der Spiegel sind. Das ist halt einer, ganz einfach sagen wir es mal so, wie es ist, der keine Eier hat. Ne? Und mal ehrlich, also was ist denn das? Was ist denn das für einer? Wilmot den? Ne? So einer, der immer nur einen Schwanz einklemmt? Ne? Und deswegen darf er vielleicht auch lernen, das ist jetzt so sein Auftrag dabei, dass diese ganzen Beulen und Kratzer und Dellen in der Rüstung und halt auch die verschmutzte und stumpfe Rüstung teilweise, ja, die eben nicht mehr glänzt, dass das seine Facetten sind, die ihm das Leben beschert hat, weil er sich den Dingen gestellt hat. Ne? Und das gilt ja im Endeffekt auch für jeden von uns. Also ihr wisst ja, in solchen Gegenüberdingen, ne, Seelenpartnerschaftsgedöns und so, man spiegelt sich halt ja auch gegenseitig. Weil wenn die Verbindung da ist und man fühlt sich so, ne, und das geht ja vielen von euch so, dann fließen auch die Energien hin und her. Ne, dann wird aus der Zweiheit eine Einheit und die Energien vermischen sich auch. Und es ist immer so, dass auch irgendwo dein Anteil liegt und umgekehrt. Irgendwo liegt auch sein Anteil. Wenn das wirklich eine Seelenpartnerschaft ist, ja, und keine Illusion, das kann ich jetzt natürlich für niemanden ausschließen, ja, dass du vielleicht auch Luftschlösser baust. Das ist auch wieder hier das Spiegelthema. Ne? Der Spiegel ist immer etwas, das kann auch so eine schöne Fata Morgana-Energie sein. Ne? So ein Wunschdenken und so. Etwas, was man sieht, da denke ich gerade, ihr kennt doch bestimmt fast alle Harry Potter. Ne? Der Spiegel Nehegreb. Das Begehren, ne? wo Harry Potter vor dem Spiegel steht und er sieht in dem Spiegel das, was er sehen will. Ne? Und finde ich ja auch wieder mal sehr genial. Nehegreb heißt der Spiegel und rückwärts gelesen bedeutet es Begehren. Also du siehst in dem Spiegel vielleicht auch das, was du begehrst. Ne? Das müsst ihr selbst auseinander difteln. Ne? Das kann ich nicht für euch tun, weil ich bin ja hier im Monolog sozusagen. Ich rede ja gerade mit meiner Kamera. Aber ich fühle mich euch verbunden. Auf jeden Fall zurück zu der glänzenden Rüstung. Ein Krieger, der am Küchentisch sitzen bleibt, mit einem Poliertuch in der Hand und sich hier die Rüstung poliert. Der ist vielleicht auch ein Stück weit selbstverliebt. Ja? Das ist vielleicht dann auch ein Narzisst. Ne? Das ist ja, ihr wisst ja, Narzisst hat sich ja in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Und das hat ihm ja das Leben gekostet. Das ist halt einer, der sich den Dingen nicht stellt. Ne? Also da die Stubenhocker, die Küchentisch-Sitzenbleiber. Ne? Und das sage ich jetzt hier aus dem Küchentisch raus, sozusagen. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe eine ziemlich verbeulte Rüstung. Ja. Aber damit wächst man ja. Ne? Und genau, um es jetzt wieder den Kreis zu schließen, in diesem Prozess ist er gerade voll drin. Ne? Und er arbeitet hier am 9. Stab. So, das ist die Energie, in der er sich gerade befindet. In welcher Runenkraft befindet er sich denn gerade? Dann nehmen wir die Mondrunen. Wer die noch nicht... Jetzt sieht man es nicht schön. So, Moment. So, hier vorne sind sie. Ne? Wer die Mondrunen noch nicht kennt, auch da findet ihr Infos in der Infobox. Die kommen nämlich durch mich, Yonanda, zu euch. Yonandas Mondrunen und die kann man auch erwerben. Und da ziehen wir jetzt eine. Welche Runenkraft wirkt denn gerade bei deinem Gegenüber, der sich gerade in der Stab 9 befindet? Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. So, welche Runenkraft bezeichnet ihn? Und zwar genau die will ich haben. Die Urus, das ist total gut, weil dadurch, dass er sich mit sich selbst auseinandersetzt, kommt er hier gerade in seine Kraft und in seine Stärke. Ne? Er erdet sich und die Urus ist auch wie ein Brunnen, kann deshalb auch ein Portal sein, weil Brunnen sind Portale. Das heißt, er geht hier auf eine tiefere Ebene und ist hier auch bereit, sich mit seiner Tiefe auseinanderzusetzen. Wenn man sich mit seiner Tiefe auseinandersetzt, bedeutet das auch, man ist bereit, seinen Schatten zu begegnen, ne? Und diese Schatten eben in die Heilung zu bringen. Schatten, ne? Also was sind Schatten? Also guten kleinen Schatten haben wir alle. Ne? Es gibt die kleinen Schatten, es gibt aber auch die großen Schatten. Und meines Erachtens, und ich spreche wie immer nur für mich und wie ich es empfinde,
Unsere Schattenthemen, das sind die Themen, die wir noch oder wo wir noch die Ehre haben, dass wir sie lösen und heilen dürfen. Und Schatten wollen gesehen werden. Das sind in uns die unerlösten Themen und die traurigen, ne, die traurigen Ich bin's. Ne? Und in dem Moment, wo man bereit ist, in diese Tiefe zu gehen, in seine eigene Tiefe, in den tiefen Wald der Seele zu gehen oder eben durch den Brunnen noch eine Schicht tiefer zu gehen, den Dingen auf den Grund zu gehen, ist man bereit zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit, dich zu sehen, dich zu erkennen. Und ich erkenne, dass das ich selbst bin, das ist mein Schatten. Und dann kommt mir gerade das Bild rein von so einem ganz traurigen Wesen, was man selbst erschaffen hat, weil es ist ein Teil von sich selbst, also von einem selbst, ne? Es ist ein Teil deiner selbst und du hast es selbst erschaffen und du hast es lange gut weggepackt und warst nicht bereit, es zu sehen. Und indem du jetzt in diese Tiefe gehst, was er gerade tut, ne? Also es geht jetzt wieder um ihn, er ist jetzt bereit, sich den Dingen zu stellen, erkennst du diesen Anteil in dir an und du sagst dann zum Beispiel, hey, ich habe dich jetzt gesehen, das Kind ist hier schon lange in den Brunnen gefallen und jetzt habe ich dich gefunden, komm mal her und ich nehme dich in meine Arme. Und in dem Moment, wo du bereit bist, einen Schatten auf deinen Schoß zu nehmen, ja, und zu umarmen und im Licht deiner Liebe aufzulösen, seufzt der so und ist einfach erleichtert, dass er jetzt erkannt wurde, dass er angenommen wird. Und in dem Moment, wo er erkannt und angenommen wird, dieser Schattenanteil, kann er sich endlich auflösen. Und deswegen kann man auch sagen, durch diese Selbsterkenntnis und Auseinandersetzung mit sich selbst, ja, macht er Schattenarbeit und löst gerade ganz vieles in sich selbst auf und er ist jetzt bereit. Ne? Er hat jetzt die Kraft mit der Urus. Die Urus ist ja der Auerochse, das ist ja so ein Arbeitstier. Der Auerochse, der ist in der Lage, durch seine Power, der ist ja ein Muskelpaket von oben bis unten, einen Acker, einen knochentrockenen Acker umzuwälzen. Ja? Der zieht ein schweres Pflug hinter sich her und dann geht er da so in die Power rein. Wir haben hier auch im Endeffekt die Hörner des Auerochsens. Er ist jetzt bereit, diese Kraft auch aufzubringen. Vielleicht hat er die ganze Zeit die Kraft noch nicht gehabt, in sein Thema reinzugehen. Ne, sich selbst zu begegnen. Und von daher, super, der ist also im Prozess total super unterwegs. Jetzt gucken wir mal, was hast du denn dazu beigetragen? Weil es geht ja hier um euch und ich rede jetzt wirklich von einer Seelenpartnerschaft, auch wenn du keinen Kontakt hast, wo du aber die Verbindung spürst. Ne? So, davon rede ich. Und wenn du dich darin wiederfindest, schauen wir jetzt mal, mit dem Mädchen-Tarot. Ne? Es ist so schön, also Jennifer Galassos Crystal Visions Tarot, das ist so ein richtig schönes Mädchendeck. Ne? Da ist so ganz viel Gefühl und Wasserenergie und Gedöns dabei, so wie wir das wollen. Das ist das, was Frauen wollen. Ne? Deswegen habe ich auch das für die weibliche Seite jetzt gewählt. Ja, und dann wollen wir doch mal schauen, was ist das Geschenk, was du ihm machst. Ne? Weil du hast ihm was getriggert, sodass er eben in diesen Prozess jetzt reingehen kann. Ne? Und da bitte ich die lichte geistige Welt, dem Kollektiv zu zeigen, welche Gabe hier vorhanden ist oder welche Gabe durch dich vom Himmel geschickt wurde, ne? Weil eure Seelen connecten ja. Ne? Was hast du ihm gegeben, dass er in diese Bewegung kommen konnte? Huch, und zwar, yes, ich hau mich weg. Spieglein, Spieglein, die Neun der Stäbe trifft die Neun der Stäbe. Also da kann ich jetzt schon mal als erstes sagen, ne, ihr seid beide in diesem Prozess. Also alles das, was ich jetzt über dein Gegenüber gesagt habe, geht gerade in dir selbst ab. Ne? Das ganze Rittergedöns am Küchentisch und hier wird nicht poliert, sondern hier werden gerade die Beulen ausgedellt. Ne? Also man könnte sagen, ihr seid gerade beim Beulendoktor. Ne? Das ist wie wenn du eine Delle im Auto hast. Da gehst du zu so einem Beulendoktor und dann kommt der und dann geht er da drunter und macht so plong plong und dann springt die wieder raus. Also ihr gebt euch hier gerade gegenseitig ganz, ganz viel. Ihr gebt euch gegenseitig ganz, ganz viel. Und du findest dich im selben Prozess. Da haben wir hier wieder die Spiegelwirkung. Ne? Die Neun der Stäbe,
Wir haben uns denn hier dargestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also, bei dir sieht es folgendermaßen aus. Du hast 5 Stäbe im Background, mit einem setzt du dich auseinander und 3 stehen vor dir. Ich würde sogar sagen, also ihr habt beide das gleiche Thema, geht aber etwas unterschiedlich damit um. Der Stab, den du in der Hand hältst, der gibt dir immens viel Kraft. Hast ja auch einen Löwen bei dir. Ne? Der Löwe an sich verkörpert als Kraft hier ja schon die Autorität. Ja? Und eine gelöste Löwenenergie, die versteht es, voller Güte und Großherzigkeit, also den Blick über das geistige Königreich schweifen zu lassen. Ein gesunder Löwe ist in einer gesunden Autorität. Ja? Während ein Löwe, der in seiner dunklen Kraft sich befindet, im Machtmissbrauch ist. Diese Karte ist hier allerdings sehr ausgeglichen. Also bei mir kommt hier wirklich diese gesunde Autorität rüber, diese Großmütigkeit. Und das ist gerade die Kraft, die dir das Krafttier Löwe überträgt. Und ein gesunder Löwe, ne, der in seiner Lichtkraft ist, der versteht es auch, sich so in der Sonne zu flezen und den Bauch Richtung Sonne gestreckt. Und dann wälzt er sich und dann gähnt der mal herzhaft. Ja, und der ist so total in seiner, ja, der Löwe ist ein Sonnentier, ne? Also die Mähne verkörpert ja auch die Sonnenstrahlen. Der ist dann total in seiner Sonnenenergie und der relaxt halt sich auch, ne? Und deswegen hilft dir auch der Löwe, dich in deinem Wachstumszustand wirklich zu entspannen, zu relaxen, bei dir zu sein, er kommt auch so dieses Urvertrauen rüber. Der Löwe, der hat ganz einfach ein Standing, ne? Der weiß, was er wert ist. Also ein Löwe in seiner Lichtkraft, der ist in einem ganz gesunden Selbstwert und der hat es auch nicht nötig zu sagen, dass er ein Löwe ist. Der strahlt es halt aus, ne? Das machen immer die Hyänen. Die müssen immer betonen, dass sie eigentlich auch Löwen sind. Aber es sind halt leider nur Hyänen, ne? Die lachen dann auch so gehässig. Und der Löwe braucht das gar nicht. Der Löwe ist allein durch seine Präsenz, ja, strahlt er seine Autorität aus. Ne? Der gähnt geflissentlich und der beschäftigt sich auch wirklich nicht mit Dingen, die, ich nenne es jetzt einfach mal so, die unter seinem Niveau sind. Da hat er gar keine Zeit dafür. Da muss der lieber nochmal einen Ranzen schön in die Sonne halten, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Und der kann auch in bestimmten Situationen sagen, leck mich die Welt am Arsch, ne? Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall... Du bist hier im Vergleich zu ihm, also es sieht ja hier bei ihm so sortiert aus, ne? So abgearbeitet, so das habe ich erledigt und das habe ich erledigt und das habe ich erledigt und das und das und das und das und das mache ich noch, ne? Während du dir hier schon was aufgebaut hast, ne? Du stellst schon fest, ich habe das, was hinter mir steht, natürlich auch die Kräfte, die vor mir stehen und ich habe die Kraft, die mir Kraft gibt. Sehr geil. Ja, also Spieglein, Spieglein. So, jetzt ist aber hier noch eine Karte gesprungen. Was triggerst du ihn, damit er da reinkommt? Weil bei mir kommt hier ganz klar rein, jetzt hat er eine Karte bei diesen 2 gesprungen, dass er durch dein Sein in diese Energie gehen konnte, weil er spiegelt dich, du bist selbst in dieser Energie und die Königin der Schwerter, das ist ja der Oberburner, hat dazu beigetragen, dass auch er, also du bist schon in der Energie, dass auch er in diese Energie reinfinden konnte. Das bedeutet... Ich fühle, du warst vorher in dieser Kraft, ne, dich zu reflektieren, den Dingen auf den Grund zu gehen, dich auseinanderzusetzen. Und er ist durch dich nachgezogen, ne, seine Seele zieht nach. So. Und ausschlaggebend war die Schwertkönigin. Und du hast ihm ganz einfach getriggert, dass er es wert ist, sich aus Abhängigkeiten, aus Dingen, die ihn unfrei machen, zu befreien. Und zwar mit Gefühl und Verstand. Die Königin der Schwerter steht für das Wasser des Wasser der Luft. Das Wasser der Luft. Und die Königin der Schwerter hat Gefühl und Verstand im Einklang. Die hat ihr Gehirn mit dabei, sagen wir es mal so. Aber ihr Herz schlägt. Und das Ding ist ja, oder was halt oftmals auch ein Fallstrick ist in solchen Verbindungen, dass sich hier oben das Dachgeschoss komplett ausschaltet und man nur noch in der Herzensenergie ist. Ist man nur noch in der Herzensenergie,
Verfällt man leicht Illusionen und Spiegelungen, da sind wir wieder bei dem Spiegel Nehegreb, ne, Begehren. Dann sieht man das, was man sehen will, wenn man nur im Herzen ist. Du hast aber hier demnach gelöst, weil dein Herz ist offen, so soll es sein, aber dein Verstand spricht da auch noch ein Wörtchen mit. Dein Verstand sagt dir vielleicht, du pass mal auf, was du im Leben lernen darfst. Das ist nämlich auch was, was ich gestern aus einer ganz anderen Situation heraus selbst lernen durfte. Wenn du deine Tür für jemanden so sperrangelweit öffnest, also so ganz weit auf, sagen wir es mal so, du hast ein Herz wie ein offenes Scheunentor. Ne? Das ist beide Flügel sind total geöffnet. So, dann hat das den Nachteil, du bist dann zwar in der absoluten Liebesenergie, aber wenn es drauf ankommt, fällt es dir wesentlich schwerer, dieses Tor wieder zu schließen. Es reicht schon, wenn es eine Tür ist, die sperrangelweit auf ist. Ne? Dann kommst du da in die Bredouille. Ne? Wie sagen jetzt manche, ach, Frankreich schön. Aber die Bredouille kann dir dazu zum Verhängnis werden, weil du bist unglaublich angreifbar. Wenn dein Herz so weit offen ist, brauchst du einfach länger, um das Tor wieder zu schließen. Weil manchmal muss man einfach in der Lage sein, ein Tor zu schließen. Ganz einfach auch, um seine Herzenskraft zu schützen. Ne? Sagen wir es mal so. Und deswegen hast du gelernt, weil du bist ja hier die Schwertkönigin, das ist ja der gelöste Zustand, dein Verstand spricht mit und du hast gelernt im Laufe der Zeit, das Tor deines Herzens zwar zu öffnen, aber eben nur so weit, dass du sagen kannst, ich mache das jetzt mal wieder zu. Manchmal reicht es vielleicht schon, wenn du sagst, ich lehne es an, aber ich mache mich mal hier wieder ein Stück weit dicht. Das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, sondern bezeichnet eigentlich die Liebe zu dir selbst. Weil ich bin es mir selbst wert, dass ich mir hier ganz einfach die Freiheit nehme, mal hier wieder ein Stück weit dicht zu machen. Und in dem Moment sind Herz und Verstand im Einklang. Weil wer nur im Herzen ist und wer permanent seinem Gegenüber, zum Beispiel, jetzt geht ja jetzt hier ums Gegenüber, die Liebe hinterher trägt, ne? Und immer sagt, hier, ich habe noch was für dich. Willst du noch was haben? Nee, will ich nicht. Ich gebe dir es trotzdem. Ne? Das war wie früher. Ich bin ja in meiner Kindheit sozusagen bei meiner Oma aufgewachsen und war dort auch immer beim Mittagessen. Und die Oma, die hat so toll gekocht. Ich habe das Essen von der Oma geliebt. Und dann hat die immer zu ihr gesagt, weißt du noch, ab ist Ass? Das heißt, willst du noch was essen? Und da habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Doch, ein bisschen kriegst du noch. Ne? Und zack, hatte ich eine Kelle mehr drauf. Also ob ich wollte oder nicht, sie hat mich mit ihrer Liebe überschüttet, weil sie der Meinung ist, ich könnte noch was essen, dabei war ich satt. Ne? Das hat jetzt bedeutet, hier hast du noch Abis, also hier hast du noch mehr. Ne? Und dann hat die mir immer einen Teller vollgeladen. Ich wollte aber gar nichts mehr haben, ich war schon satt. Und das ist eben dieses, die Liebe hinterhertragen eben auch. Ne? Und das ist das offene, weite Herz wie ein Scheunentor. Ich habe was für dich und ich habe noch ein bisschen mehr. Ob du willst oder nicht, ich bin der Meinung, du brauchst das. Ne? Und das hast du hier gelöst. Mit der Königin der Schwerter hast du also, sorry, das bezeichnet hier ganz klar dein Standing. Du hast deinen Wert erkannt, Löwe. Ne? Du hast erkannt, wo du stehst, wer du bist. Du brauchst es auch gar nicht mehr sagen, weil du ja ein Löwe bist. Der hat das gar nicht nötig. Und du hast dich hier auch aus Abhängigkeiten befreit. Zum Beispiel aus der Abhängigkeit deinem Gegenüber gegenüber. Ne? Weil du bist nicht abhängig von ihm. Nee, sagen wir es mal positiv formuliert. Du bist frei. Du bist frei und du weißt, wo du stehst. Das ist eine Karte voller Selbstbewusstsein, die sich hier auch wirklich super ergänzt, weil du hast hier deinen Wert erkannt und zeigst ihm das natürlich auch. So, und da kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt. Indem du weißt, was du wert bist, bist du für ihn unglaublich attraktiv. Ja? Jemand, der jemand anderem hinterher dackelt, ne? Mit so einer Liebesbedürftigkeit. Bedürftigkeit ist ja immer ein Gefühl des Mangels. Ne? Ich will aber Liebe, komm, gib sie mir. Oh, geh mir nicht auf den Sack mit deiner Liebe. Ich habe genug Liebe. Nein, ich will aber. Ich habe Liebe. Guck mal, ich habe doch ganz viel Liebe für dich. Komm, gib mir doch endlich mal was zurück. Das ist so ein Kriechen, ja. Aber die Schwertkönigin kriecht nicht. Die steht. Die hat hier schon unglaublich viel transformiert. Die hat hier geheilt und gelöst und gewandelt, ne, Schmetterlinge. Die hat ihr Schwert erhoben. Und die Klinge blitzt
in der Schönheit der Morgendämmerung. Und alle Wolken verziehen sich hier und das bist du. Und dadurch, dass du in diese verdammt attraktive Haltung gekommen bist, die dich unglaublich sexy macht und du bist halt jetzt voll das Brett, ne, zieht er nach. Weil die Karten bezeichnen eindeutig, du warst zuerst in dieser Energie. Du hast durch die Schwertkönigin in diese Kraft gefunden und das hat sich auf ihn übertragen und da sind wir wieder an diesem schlauen Punkt, habe ich ja schon oft gesagt, was du in dir heilst, heilst du in deinem Gegenüber. Das ist ja wohl mal eine Hammer-Mega-Botschaft. So, welche Runenkraft verkörpert denn dich? Und zwar das Pferd, die Ewas. Ne? Also so ein Pferd kann Tempo aufnehmen. Ne? Es geht schnell, schnelle Entwicklung. Und die Ewas ist aber auch die Rune, die einander begegnet. Und zwar begegnen sich hier die Gefühle. Wir haben hier die Lagos einmal, wir haben die Lagos zweimal. Zwei Gefühle begegnen sich, die gehen aufeinander zu. Das ist so die Energie der zwei Kelche. Und in diesem gelösten Zustand bist du auch bereit, face to face deinem Gegenüber zu begegnen. Also du bist hier wirklich gut aufgestellt und du bist bereit, hier einen Schritt weiter zu gehen und du kannst sicher sein, mit dieser Energie zieht er nach. Ne? Das ist ja jetzt das, was du ihm triggerst. Das ist ja schon mal mega spannend. Jetzt wollen wir aber auch noch mal umgekehrt gucken. Was ist denn gerade dein Prozess? Ne? Weil man soll ja auch immer sich selbst anschauen, weil wir wollen ja hier lösen und heilen. Und da wir gerade bei dir sind, machen wir bei dir weiter und schließen dann mit dem, was er dir gibt. So, also, Stab 9 ist geklärt. Hast du ihm ganz viel Segen gebracht. Jetzt gucken wir mal, welche Energie charakterisiert dich denn jetzt gerade? Was strahlst du aus? Welche Kraft verkörperst du? Das kann jetzt natürlich auch alles verändern. Ne? Zum Beispiel, wenn der Teufel springt. Haha, da ändert sich ja das ganze Blatt. Aber der springt nicht. Wir gehen ja jetzt hier vom Besten aus und wollen mal schauen, wie weit bist du denn in deinem Prozess? Wieder zwei Karten. Sehr schön, wir haben den Stern und die Vier der Schwerter. Also, hier ist ja der Stillstand. Ne? Die Dinge sind auf Eis gelegt. Mit der Schwert 4 geht es hier nur um dich selbst. Du trägst ein rotes Kleid und Rot steht ja immer für die Lebensenergie. Du brauchst vielleicht auch im Moment den Rückzug und den Stillstand und diese Stille in dir selbst und dieses die Dinge auf Eis legen. Aber dadurch, das passt total, dass du einfach jetzt sagst, ich trete einen Schritt zurück und ich bewege mich hier jetzt mal keinen Millimeter weiter, weil es geht jetzt hier nur um mich selbst. Wir haben ja auch die Farben Schwarz-Weiß-Rot. Ihr wisst, dass diese Farben für mich sehr signifikant und bezeichnend sind. Weiß ist ja immer das Werden. Rot ist das Sein und Schwarz das Vergehen. Weiß ist die junge Frau, Rot ist die blutende Frau und Schwarz ist das alte Weib. Ne? Man kann es auch mit den drei Nornen in Verbindung bringen. Ne? Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Also du bist so alles eins. Du bist in deinem All eins. Du bist weiß, du bist rot, du bist schwarz. Und in diesem Sein steht gerade für dich so die Welt still. Du hast dich hier auch dicht gemacht, du hast dich geschützt, ja, du sitzt ja oder liegst ja so da, schützt ja deinen Solarplexus, ne, also machst ja hier dein Sonnengeflecht dicht und hast aber auch ein Schwert in der Hand. Das zeigt ja auch so ein bisschen so eine Abwehrhaltung, so ein, nö, ich bin jetzt hier total, ich bin hier nur bei mir und es geht hier nur um mich und ich ruhe aus in diesem Stillstand. Und jetzt kommt der Stern und in diesem Stillstand finde ich in meine Klarheit. Also es sieht hier so aus, ne, weil auch die neun der Stäbe hier, die verbeulte Rüstungsgedöns, zeigt ja auch, dass auch du beobachtest, ne, und einen Schritt zurückgetreten bist. Und du hast hier wirklich schon viel gelöst und bei mir kommt hier auch rein, also auch in Verbindung mit der Königin der Schwerter, dadurch, dass du hier dich so mit dir selbst auseinandersetzt, weil hier, wo scheinbar nichts passiert, passiert doch ganz viel, weil deine Seele heilt. Es ist manchmal gut, die Dinge auf Eis zu legen, weil dann kann Klarheit kommen. Es gibt ja diese Äußerung,
wenn es nichts zu tun gibt, dann tu auch nichts, weil du hast hier ganz einfach gelernt, dass es sehr erholsam sein kann, wenn die Rädchen stillstehen. Und du hast hier gelernt, niemandem deine Liebe hinterherzutragen. Ne? Da sind wir wieder bei dem offenen Scheunentor. Das hast du alles schon durch und das hast du alles schon getestet. Und da hast du schon deine Erfahrungen mit gemacht und du hast das für dich gelöst und geheilt. Das heißt, du bist hier wirklich in dein Selbstbewusstsein gekommen, in deine Selbstliebe, in deinen Selbstwert. Und im Moment tut es dir gut, nichts zu tun, also tust du auch nichts. Und aus diesem Stillstand heraus, wo einfach alles mal so ein bisschen auf Eis liegt, kehrt die Klarheit ein und dann wirst du wieder reif werden für eine neue Begegnung, weil, dass du ihm hier wieder begegnest, steht außer Frage. So, in welcher Runenkraft befindest du dich denn? Jetzt gerade, ne? Welche Runenkraft bezeichnet dein Sein? Dein Stillstand, dein Mit-Dir-Sein, dein Ich-lasse-jetzt-mal-nichts-an-mich-ran-Dings. Die Rune Perthro, ne? Und ich hoffe, jetzt ist die richtig rum. Moment, wenn ich die jetzt angucke, ist es so richtig rum. Jetzt müsste es eigentlich so richtig rum sein. Ich sehe es ja immer spiegelverkehrt. Also die Rune Perthro, ne? Du überlässt hier dem Schicksal die Dinge. Du sagst, ich habe das jetzt gelernt, ne? It could, wie it could und it had noch immer Jod je jange. Ne? Da habe ich euch ja hier gefragt, also ich muss ja dazu sagen, meine Wurzeln sind ja eigentlich Kölsch, ne? Weil minge Vater ist Kölsch. Es ist eine Kölner. Aber ich beherrsche natürlich diese Aussprache nicht. Aber ich finde den Spruch so geil. Der passt zur Rune Perthro. Es kommt, wie es kommt. Und es ist noch immer gut gegangen. In dieser stillen Akzeptanz bist du. Es kürt, wie es kürt und es hat noch immer Jod gegangen. Ne? Und die Perthro ist halt die Rune des Schicksals. Das heißt, es fällt dir vor die Füße. Aus heiterem Himmel mit dem Stern kann man schon fast sagen. Und du lässt es einfach geschehen. Du weißt, manche Dinge regeln sich von selbst. Wenn das mit euch wirklich eine Seelenpartnerschaft ist oder vielleicht sogar eine Seelenliebe, dann habt ihr eh einen Deal. Und eure Seelen werden alles dafür tun, diesen Deal einzuhalten. Und du bringst den Weg am schnellsten vor, oder du beschreitest den Weg am schnellsten, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und mit deiner Heilung, weil in diesen Karten sieht man deutlich, er zieht nach. Also ich finde die Legung richtig gut. Lasst mir bitte ein Statement da, was ihr von der Legung haltet. Kam mir wieder mal so durch. Ne? Du lässt es einfach geschehen. Mit der Perthro lässt du es geschehen. Das ist auch wie so ein Becken. Und ein Kind wird ja durch ein Becken auf die Welt gebracht. Es kommt durchs Becken. Und zwar dann, wenn es im Mutterleib zu eng ist, ne? Wenn es da raus muss. Aber so, für so eine Geburt muss die Zeit reif sein. Das heißt, du lässt die Dinge auf die Welt kommen, wann sie es möchten. Ne? Dann haben wir hier auch den Kessel. Und in einem Kessel braut sich ja was zusammen. Ne? Man tut Zutaten rein. Und es kommt immer drauf an, jetzt wenn man es so bekocht, ich habe das ja schon oft erzählt, es muss von allem genau das Richtige rein. Von jeder Zutat nicht zu viel und nicht zu wenig. Es muss so sein, dass dir selbst am Ende die Suppe schmeckt. Am Ende hast du eine Suppe gekocht, die du abschmeckst und wenn dir das Salz ausgerutscht ist, kannst du sie wegkippen. Ne? Ebenso schmeckt sie nicht, wenn die Suppe zu lasch ist. Ne? Also es kommt immer auf das Salz in der Suppe drauf an, aber man sollte sich eben auch nicht die Suppe versalzen. Ja? So, und jetzt kochst du vielleicht dein Süppchen in deiner Stille. Es braut sich zusammen und diese Suppe, das ist die Suppe deines Herzens, deines freien Gebens. So, und dann haben wir hier den Tisch, dann wird der Tisch gedeckt. Und dann musst du genau wissen, und mit der Schwertkönigin hast du das gelöst, wer sitzt denn mit dir am Tisch und bekommt von deiner Suppe? Willst du denn ungebetene Gäste am Tisch haben? Oder willst du dir genau aussuchen, wen du einlädst? Wie viel gibst du ab von deiner Suppe? Gibst du die ganze Suppe her, dann bleibt dir selbst nichts mehr. Oder verteilst du sie so, dass du im Freien geben bist, aber selbst noch satt wirst? Das sind Dinge, mit denen du dich vielleicht jetzt auseinandersetzen solltest. Die Perthro, die bringt es dir, wie es kommt, soll ich sagen. So, jetzt bist du ja in diesem Zustand, jetzt wollen wir mal schauen, was hat er denn dazu beigetragen, möglicherweise unbewusst, ne? Weil ihr wisst, Seelenpartnerschaft, das ist halt auch was auf Seelenebene passiert. Also es kann sein, dass er das weltlich gar nicht auf dem Schirm hat, möglicherweise ist das so, ne? Deswegen dienen ja die Karten eben der Reflexion. Das sind ja Dinge, die laufen im Background, ne? Das sind die Energien, die da fließen. So.
Was hat er denn dazu beigetragen? Was hat er dir getriggert, damit du in diesen heilsamen Stillstand gehen konntest, ne? Indem du deine Klarheit findest und ganz einfach dem Himmel überlässt, was dir so zufällt. Zum rechten Zeitpunkt. Ne? Der Magier. Tja, das ist ja mal eindeutig. Ne? Weil sein ganzes Sein fordert dich zur Meisterschaft heraus. Durch diese Begegnung, das ist einfach total harmonisch und total logisch und total einleuchtend, wirst du herausgefordert zu meistern. Es geht hier im Endeffekt um dich selbst. Also ihr gebt euch hier gegenseitig, also man sieht jetzt hier richtig den Flow der Karten, ne? Ich reflektiere das auch gleich nochmal in kurzen Worten, aber er fordert dich hier zur Meisterschaft heraus. Und er erinnert dich daran mit dem Magier, dass du alles hast, was du brauchst, um zu meistern. Ja? Du hast die Kelche, du hast die Stäbe, du hast die Schwerter und die Münzen. Alles das liegt bereit und es will in die Blüte gehen. Ne? Und hier bricht das Licht durch und du sollst dich erheben. Also auch wenn sein weltliches Verhalten vielleicht nicht das ist, was du dir für eure Beziehung wünschst, genau das bringt dich vorwärts. Weil er fordert dich hier heraus. Und der Magier steht ja auch für eine starke Anziehungskraft. So, damit er dich herausfordert, muss er natürlich für dich auch sein wie Honig für die Bienen. Ja? Er muss für dich stark anziehend sein. Weil sonst würdest du diese Herausforderung belächeln. Oder du würdest sagen, ich lasse mich doch nicht hier von diesen Konsorten hier, von irgend so jemandem, der überhaupt keine Rolle in meinem Leben spielt, herausfordern. Warum sollte ich? Ja? Also jemand, der dich herausfordert, der muss auch schon über Kräfte verfügen, dass er in der Lage ist, dich herauszufordern. Und ja, die stärkste Kraft im Universum ist die Liebe. Ne? Das ist ja einleuchtend. Also um so eine Herausforderung anzunehmen, selbst so stark ins Wachstum zu gehen, da muss schon eine ganz hohe Liebeskraft dahinter stehen, weil sonst reicht's nicht. Sonst würdest du sagen, nö, habe ich keinen Bock. Warum soll ich mich jetzt herausfordern lassen vom Herrn Semmelbrösel? Der interessiert mich doch überhaupt nicht. Ne? Also er hat hier eine starke Kraft, die Magierkraft ist extrem stark und das ist wie so ein Duell der Magier. Und er sagt, ich fordere dich heraus. Und du sagst, yeah, ich nehme an. Ne, ungefähr so muss man sich das vorstellen. Das ist schon such a sach, ne? Und mit welcher Runenkraft triggert er dich, in dieses Wachstum, in dieses stille Wachstum zu kommen? Mit der Eiwas. Grenzüberschreitung. Ne? Die Eiwas ist die Eibe. Und die Eibe, ich finde es ja total spannend, weil die Rune sagt mir total viel. Also ich erzähle euch jetzt nochmal alles, was mir die Eibe so sagt. Grundsätzlich ist es eine Rune, die Grenzen überwindet. Wir haben zweimal die Lagos. Die Energie fließt von oben nach unten. Die Lagos ist das Wasser. Die Lagos geht in die Tiefe, weil die Lagos ist der See. Und wir wissen ja alle, die Perle liegt am Grund des Sees. Die Energie fließt aber auch von unten nach oben. Da hier die Energie hin und zurück fließt, werden Grenzen überschritten. Die Eiwas ist die Eibe und die Eibe grundsätzlich wird auch teilweise als Yggdrasil dargestellt, also es wird auch manchmal gesagt, Yggdrasil ist eine Eibe, wobei ja Yggdrasil auch die Esche ist, ne? Aber vielleicht ist sie ja beides, ne? Weil wir haben ja hier zwei, kommt mir gerade so. Und Eiben haben ja eine sehr starke oder verkörpern eine sehr starke Magie, weil es ist der Baum der Übergänge. Also bei Eiben ist es so, die kann komplett sterben und entsteht in sich neu. Also es gibt viele, was heißt viele, die Eibe ist ja stark geschützt, aber so eine richtig alte Eibe, die hat einen morschen Stamm und die Hülle ist im Endeffekt gestorben, aber in dem Stamm, in diesem hohlen Baumstamm, wächst eine neue Eibe. Ne? Und deswegen ist sie auch ein Tor und ein Baum der Übergänge, die ist oft auf Friedhöfen zu finden, damit eben die Seelen das Tor durchschreiten können, ne? Vom Irdischen ins Himmlische. Da haben wir wieder den Rückfluss, vom Irdischen ins Himmlische. Eiben sind Portale. Ne? Und was ich auch wichtig finde, sie ist giftig. Das heißt, er kann als Magier durchaus für dich toxisch sein.
An der Eibe ist, bis auf das rote Fleisch der Scheinbeere, alles giftig. Der Kern der Scheinbeere ist auch schon wieder giftig. Nur das rote Fleisch der Scheinbeere ist nicht giftig. An der Eibe ist alles giftig. Eine geringe Menge an Eibe haut ein Pferd um. Ja, das stirbt dann. Die Eibe kann tödlich sein, wenn du an einem warmen Tag dich unter einer Eibe aufhältst. Die ist so toxisch und dünstet aus, dass du total beduselt bist. Ja? Und deswegen ist sie Gift, sie ist aber auch Gegengift. Also auch in der Medizin findet ja die Eibe Verwendung. Ne? Und dadurch, dass er vielleicht sogar giftig für dich ist, triggert er dir die Heilung. Ne? Also mach dich frei von diesem Gift. Also mit der Ayahuasca fordert er dich ja noch ein Quäntchen mehr hinaus, also heraus. Er hat ja hier noch ein Schüppchen draufgelegt. Ja, weil du kannst dir das Gift der Eibe auch zum Nutzen machen. Und es braucht genau diese Kraft, um dich vorwärts zu bringen. Auch wenn das weh tut. Aber ich erinnere daran, je schmerzhafter der Prozess, desto stärker ist das Wachstum der Seele. Also ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Außerdem ist für mich die Rune Ayahuasca auch die Rune der Seelenliebe, ne? Weil die verbindet ganz einfach die Ebenen vom Himmlischen ins Irdische und zurück. Das ist auch eine Energie der 10 Münzen, ne? Wo man sich unterm Tor trifft. Das ist die Begegnung der Seelenpartner, wo die Gefühle, die Lagos hin und her fließen und ineinander fließen. Also all das bezeichnet für mich die Rune Ayahuasca. Also ich finde die extrem wichtig. Es ist auch, sie verkörpert eben auch die Stabilität, weil sie hat oben Halt und unten. Sehr schön. Ja, das gibt er dir. Also er fordert dich hier wirklich heraus. Krass, also wirklich krasse Legung. Ich versuche das mal nochmal logisch zusammenzufassen. Ihr habt beide ein Spiegelthema und du hast ihn in den Prozess gebracht, sich hier auseinanderzusetzen, an sich selbst zu arbeiten und auch sich selbst und seinen ganzen Schatten auf den Grund zu gehen. Oder vielmehr sich selbst auf den Grund zu gehen, sich fallen zu lassen, in den Brunnen zu springen und das verloren gegangene Kind dort wieder rauszuholen. Ja? Du forderst ihn auf oder du gibst ihm die Schattenarbeit. Das triggerst du ihm, weil du selbst in dieser Kraft bist. Ne? Du hast das schon gelernt, indem du dich wirklich frei gemacht hast. Du bist nicht mehr abhängig von ihm, was dich für ihn verdammt attraktiv macht. Ne? Du bist halt ein Brett. Ne? Ich muss es immer wieder dazu sagen, weil ihr sollt unbedingt euren eigenen Wert erkennen. Also du überträgst ihm das, du triggerst ihm das, was er jetzt im Endeffekt nachmacht. Er macht es nach. So. Er selbst fordert dich extremst heraus. Ne? Das ist das Duell der Magier. Ne? Hier, das sind wie zwei Zauberstäbe, die aufeinander gerichtet werden. Die Energie fließt hin und her. Mit einer Eibas-Energie. Er fordert dich bis aufs Blut. Er ist vielleicht auch toxisch für dich. Aber es muss so sein, weil nur so kann er dich berühren. Da steht eine ganz, ganz hohe Liebeskraft dahinter, weil die Liebe ist die stärkste Kraft. Weil wenn da keine Liebe fließen würde, würdest du diese Herausforderung nicht annehmen, weil du es gar nicht nötig hättest. Ja, und so lehrt er dich, in dir zu ruhen. Ja, die Dinge auf Eis zu legen, in deiner Stille zu sein und so zu deiner Klarheit zu kommen. Weiß, Rot und Schwarz vereinen sich, alles ist jetzt, das Werden und Sein, das Vergehen. Die drei Nornen, die sitzen zu dritt am Fuße der Yggdrasil und spinnen die Schicksalsfäden deines Lebens. Die kommen nicht nacheinander, all das lernst du jetzt in der Stille. Du kommst in der Stille zu deiner Klarheit und du lässt die Dinge auf dich zukommen. Es fällt dir dann schon in den Schoß. Du bist hier in so einem Loslassprozess. Und er bringt dich durch seine Magierkraft genau da rein, ja, indem er dich da wirklich fordert, vielleicht auch wirklich sehr toxisch für dich ist. Aber du lässt es hier geschehen, ne? Du reflektierst auch dein Süppchen und bist ganz achtsam, du bist in der Achtsamkeit, was kommt dir so rein, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und wenn dann der Tisch gedeckt wird, hast du in der Stille die Klarheit gefunden, wer sitzt an meinem Tisch und wie viel von meiner Suppe gebe ich ab. Ne? Da sind wir wieder bei diesem offenen Scheunentor. Öffne ich mein Tor des Herzens sperrangelweit oder vielleicht auch nur ein bisschen, sodass ich in der Lage bin, ein Tor auch wieder zu schließen, weil ich es mir ganz einfach verdammt nochmal selbst wert bin. Ne? Also diese Legung finde ich sehr bezeichnend. Ich hoffe,
dass die ganz vielen im Prozess eine starke Stütze sein kann. Ich habe es von Herzen gern gegeben und würde sagen, wir sehen uns dann heute Abend in der Dorfkneipe. Da geht es wieder ein bisschen locker-flockig einher. Und gerne bin ich auch bereit, das Kartenblatt für euch zu verlängern, indem ich es teile und eben auf die drei Welten eingehe. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe heute eine ganz andere Tasse, weil meine Patientia-Tasse ist eine Spülmaschine. Ich muss euch aber dazu sagen, macht das nicht zu oft, gell? Also die kriegt da schon auch Spuren. Für alle Patientia-Tassenhüter, die kriegt Spuren in der Spülmaschine. Das fällt mir jetzt gerade so am Rande ein. Ich habe mich schon geärgert, aber das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Das ist immer wieder bei der Urus, ne? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Was wollte ich sagen? Heute Abend verlängere ich euch auch gerne das Blatt ein bisschen, weil ich denke, es bringt euch dann nochmal einen Schritt weiter. Und genau, freue mich natürlich über eure lieben Kommentare. Und wer mir gerne sein Abo dalässt, der erweist mir die Ehre und macht mir eine gar große Freude. Also bis dahin, ihr lieben, dicken Kuss. Genießt den Tag. Bye, bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.